Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Kurz Rise of the Tomb Raider, wo wir erstmal gucken, was wir hier heute so alle das machen Wasser können. Muss steigen. Die Mauer muss weg. Oder so. Warte, das Wasser muss steigen, das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal, ja. Mal wieder. Man könnte eigentlich auch mal was Kreatives machen und irgendwie nicht dauernd dieselben Mauern überall hinbauen, wo Wasser rauskommt. Oder Licht oder ein Elch. Aber wer... Ach, hi. Was ist das denn? Was ist das denn? Geld. Ich habe 2XX. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung ausgetauscht werden. Ja, dann nehmen wir natürlich gerne... Die kann ich jetzt einfach so eintauschen. Das wird mir bestimmt gleich in irgendwelchen Tutorials noch beigebracht. Für die Unwissenden unter uns. Wo ich mich eindeutig mit einschließe, meine Damen und Herren. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Upgrades hier funktionieren. Ich habe gesehen, dass ich das hier wahrscheinlich kaputt schießen kann. Dafür. Das ist doch toll. Guck dir das an. Jetzt haben wir da ein schwimmendes Schwimmbrett. Das ist ja fast wie früher. Fast wie früher im Freibad. Und jetzt kann ich hier schön surfen. Das ist Surfing in the USA, oder was? Nee, das heißt einfach nur Surfing USA. Ne? Ja, das könnte schon sein. Guck mal. Hi. Und wer bist du so, mein Freund? Wir werden es nicht herausfinden, glaube ich. Ja, pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal hier mit weiterer Rabattcan. Sehr schön. Was muss ich jetzt hier machen? Was genau wollt ihr von mir? Warte mal. Vielleicht bringt dieser Survival-Instinkt-Kram mir was. Bestimmt. Dafür ist er da. Wenn ich auf diesen Balken komme... Auf den Balken. Ja, hier dann, oder was? Nein. Du Lappen. Hast mich betrogen und belogen hast du mich. Das Wasser steigt, wenn ich mich hier draufstelle. Woher soll ich das wissen? Warum teilt mir das keiner? Was? Okay, also scheinbar steigt das Wasser, wenn ich mich hier drauf stelle, warum auch immer. Aber dann ist die Frage, was bringt mir das? Ah, vielleicht kann ich immer stopp, schnell. Wunderschön, guck dir das an, wir haben es geschafft. Das ist doch ein Traum. So, und jetzt können wir sogar auf den Balken hier drauf. Guck dir das an, genau wie Lara gesagt hat. Sie hat mich doch nicht betrogen. Wie schön. Ich glaube nicht, dass wir noch ein vernünftiges Team werden, ne? Nicht, dass wir noch ein vernünftiges Team werden. Ja, immer schön festhalten, Freundchen. Ja, tragisch. Ich werde jetzt nicht sterben, oder? Ich bin jetzt nicht gestorben. Nein, ich bin Gott sei Dank nicht gestorben. Okay. Ich war früher als ich irgendwann als Kind im Urlaub war, alleine natürlich, bin ich mal irgendwie in so eine riesengroße Welle reingekommen irgendwie. Da war es stürmisch und ich habe mir dann gedacht, Mann, du bist schon ein starker Typ als, keine Ahnung, 7-Jähriger. Und bin dann irgendwie auf die Welle zugegangen. Das war ganz toll. Ich hatte danach Angst. Und währenddessen. Also die Welle hat mich dann so richtig erfasst und durch die Gegend geschleudert und all so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Und da war sogar noch ein Steinstrand. Also, ich hätte mir mit Sicherheit wehtun können. Ja, das ist richtig. Was auch immer. Den Typ da. Hi. Das ist bestimmt der König, nee, der Bube von einem Skatspiel. Das ist ja garantiert, 100 Pro. Leer. Er ist leer. Das ist korrekt. Nein. Doch. Nein. Was habe ich übersehen? Hey, hier unten ist es. Toll getimed. Was ist jetzt? SEK, oder was? Guten Tag, meine Damen und Herren. Ihr habt deutlich größere Waffen als ich. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen zurückhalten, aber nur geringfügig. Warum wollen die das jetzt in die Luft sprengen? Warum? Tolles Logo. Hat mit Sicherheit keine Bedeutung, weil es so zentral im Bild ist. Das wird nie irgendeine Bewandtnis haben. Und diese Gruppe auch nicht. Wir werden diese Menschen nie wiedersehen. Das Grab des Propheten. Natürlich. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Bist du Jesus oder was? Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Es wird nichts passieren. Ich hätte darauf gewettet, dass Lara Croft da drin ist, aber das war wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Wer sind Sie? Sie sind doch so clever. Schön, dass Sie trotzdem noch genug Respekt voreinander haben, sich zu siezen, während Sie Knarren aufeinander richten. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie,
Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Okay. Was? In Deckung! Was zur Hölle? Achso, ja gut, dann das kann man mit einem Funkgerät schon mal so machen, meine Damen und Herren. Ich hatte früher auch ein Walkie-Talkie, da ist das komischerweise nie passiert. Jetzt muss ich auch noch schießen. Pass mal auf hier. Guck mal, jetzt kriegst du hier direkt Kiste. Bam, Alter, Headshot, mein Freund. Was, Arm getroffen? Nee, Kopf getroffen, mein Freund. Kopftreffer, das heißt Headshot, Mensch. Da kann man ja wohl im Deutschen schon mal so lassen, Freunde. Irgendwann, mein Bildschirm wird dreckig. Vielleicht sollte ich den Monitor mal wieder putzen. Was? Ich hab gedacht, ich muss dich umbringen und du stirbst vorher, du Schwein. Du hast mich um meine Experience Points betrogen, ja? Also, Entschuldigung, X, sagst du, ja? Diese Action-Szenen werden vermutlich eine absolute Katastrophe bleiben, so wie ich mich kenne. Wobei, bis jetzt bin ich in dem Video noch nicht gestorben. Schrei doch nicht so, Mensch. Wir sind doch hier. Wir arbeiten doch hier zusammen, oder? Also da kann man so ein bisschen, muss man dann zusammenhalten. Weißt du, da musst du mal so ein bisschen Ruhe halten, wenn während der große der große Zampano-Krutz redet. Ja, ist gut, X. Ja, wunderschön. Wunderfucking schön, Alter. Ja, toll. Natürlich bricht alles in seiner Einzelheit zusammen, weil wir oben am Dach irgendwo eine Bombe gezündet haben. Wunderschön. Jetzt kommt natürlich die große Explosion fehlt, ja, oder Wasser. Das hält mit Sicherheit stand. Das hält tatsächlich stand. Ich bin enttäuscht, maßlos. Oh nein. Was ist das? Ein Kreuz. Mit einem Karo drin. Von dem Herzbogen gerade eben. Wobei, der bräuchte dann ja ein Herz. Mist. Kroft, Advisor. Dann ist ja alles okay. So viel zum Thema australischer Akzent. Da hat sich wohl jemand vertan. Gerüchten zufolge aber nur. Also, psch. Jonah. Tyrese! Also, Entschuldigung. Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Dun, dun, dun. Natürlich. Wenn die mal gucken, wie viele Dun-Dun-Dun-Momente wir in diesem Spiel noch haben werden. Vermutlich ungefähr 97.000. Muss ich da hin? Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Klar. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Sehr plausibel. Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Da wird der Franklin aber ganz schön böse, meine Damen und Herren. Mal gucken, wie viele Namen mir für den in diesem Let's Play noch einfallen. Vermutlich ungefähr 97.000. Hurra. Das ist ja wohl die klischeehafteste Lampe, die man jemals irgendwo gesehen hat. Ich dachte, die gäbe es nur in Hotels, ja, und natürlich auf Sekretären, klar. Ne, Entschuldigung. Jonah. Ah!
Ich habe jetzt irgendwie viele Fragen. Warum hat Jonah den nicht aufgehalten? Warum wusste sie, dass er kommt? Warum... Oh. Warum schlägt er Frauen? Okay. Jetzt hau den Typ doch mal einfach in die Boah, Chokeslam, Alter, um Gottes Willen. Das ist bestimmt der Undertaker. Lara. Scheiße! Guck ein bisschen blöd, das reicht. Nicht handeln, Quatsch. Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Okay. Wenn das so ist, dann ist das Spiel jetzt vorbei. Das ist ein kurzes Spiel eigentlich, nicht? Also, Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Schlechtes Voice-Acting vielleicht. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Okay. Jetzt im Saturn. Für nur 3,99. Wunderschön. Schnee, Glöckchen, Weißröckchen, wie toll und bekloppt. Jetzt reiß dich mal ein bisschen am Riemen hier. Wir haben noch ein komplettes Spiel vor uns. Du musst dich zusammenreißen, liebe Lara. Nur wegen so einem Kratzer im Gesicht, weißt du? Schwaches Bild, was Lara, du da abgibst. Bist du da? Ich bin in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Jonah? Friert. Sehr schön. Für den Fall, dass es nicht augenscheinlich war. Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Er sagt jetzt bestimmt einfach okay. Ich muss das alleine schaffen. Natürlich. Du bist eine starke und eigenständige Frau. Ja, wunderschön auch. Ich muss Schutz suchen. Das ist korrekt. Sollten wir wohl besser tun. Ein kaltes Willkommen. Finden Sie einen Unterschlupf. Schon wieder ein Achievement. Aber wenn das so weitergeht, habe ich bald einen Gamerscore von 97 Millionen. Entschuldigung, 97.000. Entschuldigung. Ich muss mich bewegen. Ja, ich bin dabei, meine Liebe. Ich kann auch nicht mehr tun, als meinen Stick nach vorne drücken. Ja. Weißt du, wir müssen das zusammen machen. Du schaffst das. Mach Stimmt. schon. Schön, dass es dasselbe Mikrofon, Dingsbums ist wie in dem letzten Tomb Raider-Spiel. Also mit Mikrofon meine ich sehr wahrscheinlich eher das Walkie-Talkie. Das Camp. Wir fanden Zufall, genau vor unserer Nase. Um Gottes Willen, wie kommt sowas denn zustande? Guten Tag. Okay. Jetzt Feuer machen. Ja, ist klar, meine Damen und Herren. Dafür ist so ein Feuerstellding wahrscheinlich gedacht. Sammeln Sie Material für Feuer und einen Unterschlupf. Okay, zufällig mal den drei Sachen, die unmittelbar vor unserer Nase liegen. Ja gut, betrachten wir es einfach als Tutorial, meine Damen und Herren. Okay. Ist das jetzt die beiden oder sind... Gehen. Okay. Welche von hat jetzt noch? Ja, ja, Gott nochmal, ich bin doch auf dem Weg. Ich muss mehr sammeln. Du bist anstrengend. Die ist fast so anstrengend wie so ein Navi. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht... Ich wollte gerade sagen, irgendwas bewegt sich da im Hintergrund, aber das war nur die Fahne. Stattdessen Wölfe. Eventuell sollst du dich ein kleines bisschen beeilen, Frau Lara. Lauretta könnte man sie auch nennen, meine Damen und Herren. Ist ja schön. Heißt Material 2 von 3, heißt das ist einfach das Material gleich Material ist? Ob ich jetzt Leder oder Holz habe, ist egal, oder was? Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten im Basislager. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Zum Camp. Ja, Chef. Ich bin auf dem Weg, Chef. Meine Damen und Herren, Chef. So, guck, jetzt machen wir erstmal Feuerchen und dann kommen bestimmt keine Wölfe an, weil... Ach, verdammt. Ja, ich kann nicht schneller. Es passiert, wahrscheinlich passiert jetzt gar nichts. Und die Wölfe werden wir auch nie wiedersehen. Die wird jetzt für den Rest ihres Lebens glücklich und zufrieden bei ihrem Feuerding hier wohnen und dann sind alle glücklich und zufrieden. Was man daran erkennt, dass sie glücklich und zufrieden erlebt. Verstehst du? Was jetzt? Es kommt eine Atombombe oder so ein Scheiß. Ganz schön windig. Der Schnee liegt ja quasi, der liegt ja quasi horizontal in der Luft, meine Damen und Herren. Wie läuft denn soweit? Das ist ein bisschen mehr als der eine Stock, den ich vorhin gesammelt habe. Gibt es Sachen, die du mir nicht mitgeteilt hast? Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Konstantin, okay. Was das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen?
Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation das ist die Stimme von dem Tonband. Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ja, das ist die Stimme von dem Tonband. Von dem ersten, glaube ich sogar, das wir im letzten Video hatten. Ja, ich meine schon. Mhm. Tu was. Tu was Tolles. Ach, die macht jetzt einen Pfeil und Bogen. Aus einem Stock, der natürlich den für den Rest des Spiels hält. Ja, sicher. Und sonst? Ja, ist ein Traum. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Ja, soll ich das mal machen? Soll ich mal einen stärkeren Bogen bauen? Dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Mhm. Okay. Wenn du das sagst, wollen wir dir mal vertrauen. Aber wir haben ja sowieso kein Mitspracherecht hier. Guck mal, Fähigkeitspunkt haben wir auch noch verfügbar. Was sollen wir denn machen? Kämpfer? Kämpfer ist bestimmt gut. Bei Kämpfer, dann ist man dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt diese Herzen. Okay, hab mir die ganzen Dinger jetzt mal durchgeguckt. Ich glaube, wir nehmen wirklich erstmal das. So für den Anfang ist ja mit Sicherheit nicht so verkehrt. Wir sind erstmal dickhäutig und nehmen weniger Schaden. Weil dann sind wir auf jeden Fall schon mal relativ sicher. Im Sinne von, wir überleben logischerweise länger, meine Damen und Herren. So, was ist alles? Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Ja, dann wollen wir das mal tun, meine Damen und Herren. Allerdings, erst im nächsten Video. Und schon wieder ein Achievement. Mann, ich bin so gut. Tougher than she looks. Ja, aber sowas von. Survive a night in the Superior Wilderness. Ja, Mann, ich bin so gut. Meine Damen und Herren, wenn ihr das honorieren wollt, wie toll wir doch alle sind, meine Damen und Herren. Nein, ernsthaft, sollte euch das Video gefallen haben, bitte Like-Button kaputt hauen. So wie wir wahrscheinlich im nächsten Video so ziemlich die ganzen Wölfe da kaputt hauen werden, vermute ich mal. Das sind jetzt so die Prognosen, die vom Deutschen Wetterdienst eingereicht werden, von wem auch sonst. Bitte dann Like-Button kaputt hauen. In den Comments sagt mir, was ihr von dem Spiel bisher haltet. Soll ich es weiterspielen, soll ich es lassen? Was euch so an dem Spiel interessiert, ob ihr überhaupt Tomb Raider mögt, kennt und so weiter und so fort. Unterhalten wir uns doch mal, meine Damen und Herren. Wir haben ein ernstes Wort miteinander zu reden, okay? Aha. Teilt meine Videos mit euren Freunden, Verwandten, Haustieren, sonst wem auf Facebook oder sonst wo. Würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen und mich nebenbei sehr, sehr glücklich machen, meine Damen und Herren. Jeden Subscriber ist natürlich sowieso herzlich willkommen. Freunde oder Freundin des Weiteren möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich ebenfalls wie immer handwerbenderweise, meine Damen und Herren. Diesmal bis zum nächsten Mal. Ja, immerhin, guck mal, die Flaggen da, die wackeln. Interpretieren wir das als Winken. Bis zum nächsten Mal. Tschö.